Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Herbis. Die Herbis ist ein Kinderspiel und zwar benötigt man hier drei Spieler. Ganz wichtig, es ist für 3 bis 4 Spieler ab 5 Jahre. Der Elias, der spielt alleine, der ist 6 Jahre, das schafft er auch bei diesem Spiel. Die Alina ist 4 Jahre, die wird unterstützt von der Mama. Naja, und der Papa spielt natürlich auch mit. Wie funktioniert denn das Spiel? Kratzen, hören, Punkte machen. Das Prinzip ist relativ einfach. Hier sehen wir die ganzen Motive, die im Spiel vorhanden sind. Je nach Schwierigkeitsgrad spielen wir mit den gelben Karten. Das ist schwer und das ist einfach. Genau, oder mit den schwierigen. Da sieht man, was man machen muss. Der eine hat den Stab und macht so, da hört man es. Und die anderen müssen die Ohren spitzen. Genau, das heißt, ich fange nachher an. Hier haben wir so eine Tafel. Das heißt, diese Tafel, die brauche ich nicht, die lege ich jetzt nur von mir ab, damit man das sieht, weil der aktive Spieler, der braucht das nicht. Der kratzt ja hier auf diesem Tableau. Und er muss natürlich hier so ein Motiv nachkratzen. Das heißt, die Striche und die Punkte entsprechend Sonne, nachmachen. Sonne. Allerdings, welches ich kratzen muss, sieht man an diesem Stapel, weil ich eine Karte aufdecke. Ich habe nicht hingeschaut. Und die Karte, nein, ich nehme auch eine neue nachher. Und die Karte lege ich hinter meinen Sichtschirm und kratze das nach. Die anderen, das heißt Alina, die Mama und der Elias, müssen genau zuhören und ja ihren Marker hier drauf platzieren, wo sie tippen, was ich gekratzt habe. Und wenn man das richtig gekratzt hat, dann darf man sich so einen Chip nehmen. Natürlich auch ich, weil ich habe ja gekratzt, also es haben ja die anderen richtig gehört. Und dann bekomme ich so ein Häuserplättchen. Und da sind Herbis drauf. 4 unterschiedliche Häuser muss ich sammeln und natürlich versuche ich möglichst viele Herbis zusammenzukriegen. Wenn ich dann später wieder richtig habe und hier nochmal so ein rotes Plättchen, so einen Rosenhäuserblock aufdecke und da sind mehr Herbis drauf, tausche ich natürlich das Plättchen aus, weil ich will natürlich viele Herbis am Ende des Spiels haben. Und 4 Herbis, beziehungsweise nicht 4 Herbis, 4 Häuser, 4 unterschiedliche Häuserblöcks, dann ist das Spiel fertig. Und dann sieht man, die wer am meisten hat. Und der hat dann gewonnen. Genau, so wie immer. Und wir zeigen euch einfach in ein paar Sequenzen, wie das Kratzen und wie das Raten und wie das Nehmen von Häuserblocks funktioniert. So, wir fangen die Runde an. Der Papa nimmt sich eine Karte, schaut sie sich an und versucht es jetzt so nachzukratzen, dass natürlich die anderen richtig tippen, weil dann kriege ich auch ein Blättchen, das will ich natürlich auch. Ich fange einfach mal an. So, und die anderen, die tippen natürlich jetzt, legen einen Tippstein drauf und dann wird das Ganze aufgelöst. Jetzt nehme ich meinen Sichtschirm runter und jetzt bin ich mal gespannt, wer richtig getippt hat. Oh, jetzt gucken wir mal. Auch die Alina und der Elias hat auch richtig getippt. Moment, eigentlich darf ja der Baumeister als erstes, aber der Elias hat sich jetzt ein Plättchen genommen. Wow, ganz viele. Die Alina nimmt sich auch eins. Okay, das war ein Pausenplättchen und dann bin ich dran. Oh, ich habe nur einen in dem Fall. Ich habe also gar nicht mal so viel. Die Alina, was hat sie gezogen? Die hat sich so gefreut. Ein Pausenblättchen. Das war hier dieses Pausenblättchen. Bevor wir weitermachen, will ich es kurz nochmal zeigen. Dieses Blättchen wird einfach wieder umgedreht. Das heißt, sie darf kein Haus bauen. Und der Elias zieht hoffentlich nachher da, oder? Nein, natürlich nicht. Allerdings ist der Elias dran und muss erst einmal richtig zeichnen, damit wir auch Punkte kriegen bzw. Plättchen bekommen. Der Elias zieht jetzt ein Plättchen, schaut sich's an und jetzt müssen wir überlegen, was es sein könnte. Erstmal müsst ihr es hören. Hören, genau. Boah, ist das schwer. Der Papa hat in dem Spiel übrigens richtig Probleme. Deswegen, Elias, kannst du es mir bitte nochmal machen? Wo habe ich mein Sichtschirm? Die Alina guckt natürlich schon. Ich tippe mal da. Was glaubst du? Nein, ja, du darfst schauen. Der Punkt. Die Alina hat nämlich bei mir geguckt.
zu Recht natürlich. Wenn ich meinen Sichtschirm vergesse, bin ich selber schuld. Jetzt aufgedeckt. Und ich habe getippt, es ist der Ball. Wer hat es erkannt? Den Ball. Was war es, Elias? Ball. Der Ball. Super. Und der Elias deckt ein Plättchen auf. Da deckst du das auf. Und? Moment. Ist das Gleiche. Das heißt, da machst du natürlich das wieder weg. Genau, weil es weniger sind. Jetzt. Oh, ein gelbes Haus mit 5 Herbies. Super war das. Jetzt hätte ich beinahe mir das eine genommen. Jetzt bin ich noch dran. Okay, ich habe ein weiteres Haus in dem Fall. Und so geht das ganze Spiel immer weiter. Jetzt ist die Mama bzw. die Alina dran. Und dann wird so lange gespielt, bis einer dann 4 unterschiedliche Häuser hat. Und dann zählt man die Herbies. So. Papa hat gleich 4 unterschiedliche. Wir haben 3. So. Und dann zählt man seine Herbies zusammen. Und wie gesagt, ich habe in dem Fall 8. gewonnen. Das war die Herbies. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Uns hat es super gefallen. Wie gesagt, der Anfang ist etwas holprig. Da muss man etwas üben. Ich sag tschüss. Ich hab 8. Sagt ihr auch tschüss? Tschüss. Bis bald. Tschüss.